Jan! Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr zwei. Was macht ihr für lange Gesichter? Ach, wir müssen an so einem Schulprojekt über das Landleben arbeiten. Aber das klingt doch gar nicht so schlecht. Aber es ist doch Wochenende und wir wollten ein bisschen Spaß haben. Dann macht doch einfach Spaß daraus. Das mache ich auch immer, wenn ich was zu tun habe, was ich nicht mag. Ich suche dann einen Weg, dass es mir doch Spaß macht. Aus Schularbeiten kann man keinen Spaß machen. Aber natürlich kann man das. Passt auf, ich zeig's euch. Ja, also gut, los geht's. Allgemeines Wissen. Perfekt. Ich habe hier ein paar leckere, selbstgemachte Rosinenbrötchen. Jeder, der eine Frage richtig beantwortet, darf einen Schritt nach vorn gehen. Wer zuerst den kleinen roten Traktor erreicht, bekommt ein Brötchen. Das ist ja babyleicht. Ich gewinne. Ganz bestimmt nicht. Okay, seid ihr bereit? Bereit! Welche Tiere auf dem Hof liefern Wolle für Kleidung? Schafe! Emma darf einen Schritt nach vorn gehen. Hey, das war ja ein Riesenschritt. Zweite Frage für Max. Wie nennt man jemanden, der auf dem Land arbeitet? Ein Bauer. Richtig. Einen Schritt nach vorne. Jetzt bin ich wieder dran. Woher glaubst du, kommt die Milch? Von den Kühen. Ja, ich habe gewonnen. Aber ich muss auch noch eine Frage beantworten dürfen. Das war die letzte Frage in diesem Abschnitt. Aber ich glaube, ihr wart beide gut genug, um den Preis zu bekommen. Ja! Lasst uns jetzt mal versuchen, zu all euren Antworten ein Foto zu machen. Wir könnten dich fotografieren, Jan. Du bist doch Bauer. Nein, heute nicht. Heute bin ich Quizmaster und stelle Fragen. Wie wär's mit Herrn Juncker? Na gut, sehen wir mal nach, ob er da ist. Oh, das ist aber wirklich sehr schwierig. Hallo, Herr Juncker. Gibt's Probleme mit dem großen Blauen? Was? Oh, hallo? Hallo! Ein leichter Kratzer von einem Unfall. Ein Unfall? Ja, vorhin. Aber was mich mehr beschäftigt... Aber Ihnen ist nichts passiert. Nein, danke. Ehrlich gesagt hätte es viel schlimmer ausgehen können. Also ich fuhr so durch die Gegend, vorsichtig und achtsam, wie es sich für einen guten Fahrer gehört, als plötzlich von irgendwoher Walter auftauchte. Er sang fröhlich vor sich hin und achtete kaum auf die Straße. Und dann tauchte auch noch Stumpi auf, der wie üblich Flitzer kaum unter Kontrolle hatte. Wenn ich nicht so blitzschnell reagiert hätte. Halt! Halt! Passt auf! Also ich sage euch... Dann hätte es schrecklich ausgehen können. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, doch, das ist es. Mir flimmert's beim Lesen immer noch vor den Augen. Diese berühmten Spezialgummistiefel. Ich muss nach Plätscherbach, um mir ein paar neue zu kaufen. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Farbe. In Gelb. Rot. Rot ist am tollsten. Blau würde gut zu Ihrem Traktor passen. Aber natürlich. Ausgezeichnet. Wenn Sie Gelbe nehmen, finden Sie die immer gleich. Stimmt auch. Also, ich weiß nicht. Also, wir lassen Sie jetzt allein, dann können Sie sich entscheiden. Aber bevor wir losfahren, dürfen wir da vielleicht noch ein Foto von Ihnen machen? Es ist für unser Schulprojekt. Aber gern doch. Wie wäre es hier? Herzlichen Dank, Herr Juncker. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen. Bis bald. Wiedersehen. Hallo, Stumpi. Du kannst Flitzer gleich in die Werkstatt bringen. Nicola wartet schon auf ihn. Ja, mach ich. Oh, Walter, hast du ein paar Bonbons? Aber klar. Hallo, ihr. Hallo, Walter. Ist alles in Ordnung nach dem Unfall? Oh, du meinst, ja, es geht mir bestens, ja. Aber das war knapp, weißt du. Ich bin, Also, es war so. Ich bin voll konzentriert durch die Gegend gefahren. Ich meine, man weiß nie, was einen an der nächsten Ecke erwartet. Da tauchte plötzlich aus dem Nichts Herr Juncker auf. Er hatte irgendetwas vor seinem Gesicht. Und dann kam plötzlich Stumpi. Und er sah überall hin, nur nicht auf die Straße. Ich musste blitzschnell reagieren. Halt! Halt! Passt auf! Es war wirklich knapp. Aber es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Ehrlich. Das klingt ja ein bisschen anders, als es uns Herr Juncker beschrieben hat. Oh, da kommt Stumpi. Ich werde mal seine Bonbons holen. Wir haben von dem Unfall gehört. Oh ja, das war vielleicht knapp. Zum Glück habe ich so schnell reagiert. Du hast schnell reagiert? Tja, also weißt du, ich bin sehr vorsichtig gefahren, wie ich es immer tue. Da kam von irgendwoher Herr Juncker, der beim Fahren Zeitung las und nicht auf die Straße achtete. Und dann erschien plötzlich auch noch Walter. Er hörte wohl eines seiner Lieblingslieder im Radio. Also musste ich blitzschnell reagieren. Halt! Halt!
Halt! Passt auf! Es war sehr knapp. Und dann ist mir auch noch mein Hut abhanden gekommen. Aber es hätte schlimmer ausgehen können. Hoffentlich finde ich meinen Hut bald wieder. Wir werden nach ihm sehen. Wir suchen sowieso noch ein paar Motive zum Fotografieren. Ja, wir finden ihn schon. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Eine Tüte Bonbons. Oh, danke. Irgendwas passt da nicht zusammen. Was meinst du damit? Sieh mal die Bremsspuren. Die sehen nur dann so aus, wenn man richtig heftig in die Bremsen steigt. Aber es sind drei verschiedene Bremsspuren. Ganz genau. Herr Junker sagte, er hat zuerst angehalten. Das haben Walter und Stumpi auch gesagt. Es sieht aber so aus, als hätten alle drei stark bremsen müssen. Ja, und zwar alle gleichzeitig. Ihr seid wirklich nicht schlecht. Also, wenn wir jetzt noch rausfinden, welche Bremsspuren von Flitzer stammen, können wir auch gezielt nach Stumpis Hut suchen. Flitzers Reifen sind kleiner als die vom großen Blauen und Schleppi. Dann müssen das diese Spuren sein. Und dann ist Stumpis Hut bestimmt in diese Richtung geflogen. Aber da liegt er nirgendwo. Nein, aber seht mal da. Hufabdrücke. Veronika. Die Frage ist nur, wo ist sie? Wir müssen den Hufabdrücken folgen. Los geht's. Das ist nicht Veronika. Aber wir brauchen doch noch ein Foto von einem Schaf. Fahren wir. Die Hufabdrücke gehen da noch weiter. Also, das glaub ich doch einfach nicht. Veronika! Nun, Sehen gut aus. Ich hätte mir ja lila Stiefel ausgesucht. Da sind ja all unsere Helden. Und habt ihr ihn gefunden? Naja, wir sind zum Unfallort gefahren. Und dort haben wir alles wie Detektive untersucht. Wir sind allen Hinweisen und Spuren nachgegangen. Das Komische ist nur, das, was wir da gesehen haben, deckt sich nicht mit den Geschichten, die ihr uns erzählt habt. Wir glauben, es war so. Also, Walter und Stumpi sagten, dass, Herr Junker die Straße entlang fuhr und dabei versuchte, etwas zu lesen. Wie bitte? Dann kam Walter herangefahren. Er singt ein Lied, das im Radio läuft. Und achtet dabei nicht richtig auf die Straße. Dann braust Stumpi auf Flitzer heran. Den er wieder nicht ganz unter Kontrolle hat. Alle drei erreichen die Stelle der Straßeneinmündung und können glücklicherweise gerade noch bremsen. Das heißt, ihr alle drei hättet auf jeden Fall wesentlich vorsichtiger fahren müssen. Entschuldigt, ich habe ein bisschen geflunkert. Es war mir peinlich, denn ihr hattet recht. Ich hätte aufmerksamer fahren müssen. Und ich, war abgelenkt, weil ich mich mit der Werbung für diese tollen Gummistiefel beschäftigt habe. Entschuldigung. Und mir tut es auch leid. Ich bin viel zu schnell gefahren und hatte auch meinen Sturzhelm nicht aufgesetzt. Das war nicht richtig. Ihr habt alle noch mal großes Glück gehabt. Ja, das ist wahr. Oh, da fällt mir mein Hut ein. Ich nehme nicht an, dass ihr während eurer gründlichen Detektivarbeit noch Zeit hattet, meinen Hut zu suchen. Doch. Veronika hatte ihn auf dem Kopf. Der kleine rote Traktor hat uns geholfen, ihn zu finden. Oh, ich danke euch allen. Hier, nehmt die Bonbons als Belohnung. Oh, dabei fällt mir was ein. Oh. Lasst mich mal sehen. Oh, hier hab ich was. Das ist eine gute Frage. Was glaubt ihr, ist wohl das Wichtigste, was ein Bauer für seine tägliche Arbeit auf dem Land braucht? Oh Mann, das ist aber schwer. Ich weiß es. Ah, ich hab's. Herr Junker? Sind es seine Gummistiefel? Leider nicht. Tut mir leid. Ich möchte es sagen. Tja, ja, Stumpi? Ist es ein Hut? Nein. Ach komm schon, Jan. Okay, Max und Emma. Sein Traktor! Geht es vielleicht noch ein kleines bisschen genauer? Sein kleiner roter Traktor! Richtig! Yippie! 2 von 2! Das könnte ein neuer Gosselhof-Rekord werden! 1, 2... Ich weiß, es ist aufregend, aber steh ruhig, kleiner roter Traktor. Ich schaff's nie, wenn du dich immer bewegst. Jetzt geht's los. Und Ruhe, bitte. Und jetzt ab mit dem Ding. Getroffen. Tja, das war aber wirklich ein großartiger Wurf. Es war zwar etwas anders geplant, aber es sind nun mal 3 von 3 Treffern und ich bin jetzt offiziell der Gösselhof-Reifenwurfmeister. Hey, hast du Lust auf ein Spiel? Ich lass dir auch den Vortritt.
Ich kann leider nicht. Ich muss Autoreifen für die Werkstatt holen. Aber es findet heute Nachmittag in Plätscherbach eine Auktion statt. Da könnten wir vielleicht hin. Sehr gerne. Danke, Nicola. Wir hatten heute Nachmittag noch nichts vor. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Also, bis später dann. Bis später, Nicola. Anfängerglück. Sieh mal, Mama. Meine Narzissen sind alle aufgegangen. Genau wie Janis gesagt hat. Die sehen wunderschön aus. Pass auf, wo du hintrittst. Du machst mir sonst noch meinen Garten kaputt. Entschuldige, aber das ist der Wind. Oh! Guten Morgen zusammen. Mann, seid ihr aber alle fleißig. Hallo Jan. Hallo kleiner roter Traktor. Hallo Emma. Du hast wirklich Talent zum Malen, Laura. Oh, danke. Es ist nur ein Hobby. Aber ich liebe es, weißt du? Ich glaube, ich brauche auch wieder ein Hobby. Seit ich mit dem kleinen roten Traktor fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun in meiner Freizeit. Versuch's doch mal hiermit. Ich habe noch eine Staffelei und Zeichenpapier. Weißt du was? Ich versuch's wirklich mal. Stehst du mir Modell, kleiner roter Traktor? Pling! Oh, das war's wohl. Großer Blauer, guten Morgen. Ich wünsch den Tag ohne Sorgen. Wow! Ein kleines Lied und schon ist der Tag gerettet. Ja, natürlich. Aber wenn's Ihnen nichts ausmacht, möchte ich, dass Sie den großen Blauen auftanken. Und zwar ein bisschen fix, wenn's geht. Ich habe nämlich noch eine Menge auf dem Zettel. Also, hopp, hopp. Sie brauchen ein Hobby, Herr Junker. Dieses ewige Rumgehetze ist nicht gut für Sie. Wenn du schuftest ohne Maß, bleibt dir kaum noch Zeit für Spaß. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich habe keine Zeit mehr. Es gibt heute Nachmittag eine Auktion in Plätscherbach und Auktionen sind mein Hobby. Die Spannung. Die Aufregung. Soll ich hoch angehen oder lieber niedrig? Kaufen oder verkaufen? Es gibt nichts Besseres. Es geht um Taktik, verstehen Sie, Walter? Ums Timing. Wann den Arm heben und wann warten. Und natürlich muss man zeitig vor Ort sein, um die sich lohnenden Angebote zu kennen. Wirklich? Na dann werde ich Sie ja nachher erleben, Herr Junker. Nicola und ich werden nämlich auch zu dieser Auktion gehen. Ja. So ist es. Oh, ist das der Auktionskatalog? Oh ja, denn es zahlt sich doch immer aus, wenn man vorher einen Blick da hineinwirft. Alle Informationen, die man braucht, findet man hier drin. Nur zu. Sehen Sie sich's gut an. Was? Haben Sie irgendetwas entdeckt, was Lohnendes? Oh, nein, nur eine Magenverstimmung. Nun gut, ich muss los. Jan? Wir müssen zu dieser Auktion. Ich habe das ideale Hobby für dich entdeckt, bei dem ich dir helfen könnte. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Treffen wir uns da? Okay, wir sehen uns da. Bis dann, Nicola. Was soll das denn sein? Eigentlich sollte es der kleine rote Traktor sein. Naja, er ist rot. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie begabt für dieses Hobby bin. Oh, Jan, es braucht Geduld. Du kannst doch nicht schon beim ersten Versuch ein Wunder erwarten. Was meinst du, kleiner roter Traktor? Soll ich aufgeben? Ich verstehe. Auch der kleine rote Traktor ist meiner Meinung. Nicola sagt, es wird was sehr Interessantes auf der Auktion versteigert. Also gehe ich mal los und schau mir an, was es ist. Wir sehen uns dann später. Gut, und danke für den Malunterricht. Bis nachher. Bis nachher. Und dieser wunderbare Köderkasten geht an Herrn Junker. Wie alles. Danke. Wundervoll. Oh, ich liebe diese Auktionen. Was gibt's als nächstes? Das nächste Angebot ist dieser zauberhafte Bär. Der ist ja entzückend. Danke, Herr Junker. Ich habe ein Angebot von 5. Bietet jemand 6? Ja, 6. Ich sehe 6 von dem Herrn in der grauen Jacke. Bietet jemand 7? Mama, Emma und ich gucken mal, wo Jan ist. Ist gut, aber bleibt in der Nähe vom Zelt. Danke, das Angebot ist 7. Kommen Sie, meine Damen und Herren, was für ein liebenswertes Bärchen. Bietet jemand 8? Seien Sie gegrüßt, Herr Junker. Danke, ich habe 8 gehört von dem Herrn in dem übergroßen Pullover. Nimm den Arm runter. Der Mann denkt, dass du mitbieten willst. Jan, da bist du ja. Wieso bist du denn so aufgeregt? Was hältst du von dem da als neues Hobby? Der ist ja fantastisch. Da müsste man eine Menge Arbeit reinstecken. Das könnten wir doch zusammen machen. Na komm schon, Jan, du brauchst doch ein neues Hobby. Oh, der kleine rote Traktor hat Angst, dass er einfach ersetzt wird.
In Wahrheit brauche ich seine Hilfe, um den hier wieder hinzukriegen. Och, mach dir keine Sorgen. Niemand kann den kleinroten Traktor ersetzen. Als erstes muss er das Ding zu euch schleppen. Es geht nur um ein Hobby für Jan, das ist alles. Du hast recht. Wir sollten es ersteigern. Wow, was ist das? Das ist eine sehr alte Zugmaschine. Sie ist schon über 100 Jahre alt. Sie hat damals schon die Sachen gemacht, die heute Traktoren und Lastwagen erledigen. Wie viel kostet die? Ich habe keine Ahnung. Steht kein Preis dran. Auch keine anderen Informationen oder sowas. Die Einzelheiten stehen vielleicht im Auktionskatalog. Oh, aber den habe ich nicht. Aber Herr Juncker hat einen. Lass uns mal sehen, was wir rauskriegen können. So machen wir es. Noch ein Angebot für diesen liebreizenden Teddybären? Sonst geht er für 30 an Herrn Juncker. Zum Ersten zum... Hallo, Walter! Moment, noch ein Angebot. Das ist sehr großzügig. 31 von dem Herrn im Pullover. Und zum Ersten... Hallo, Stumpi! Und ein neues Angebot. Ich danke Ihnen vielmals. 32 von dem Mann in Orange. Wer? Was? Meint er etwa mich? Was geht hier vor? Dieses Teddybärchen geht an den Herrn in dem modischen orangefarbenen Anzug. Oh, danke! Hab ich was gewonnen? Nein, Walter, Sie haben für viel Geld diesen Teddybären ersteigert. Tatsächlich? Als nächstes haben wir diese wundervolle alte Zugmaschine. Sie ist ein bisschen betagt, aber mit etwas Arbeit kann man ein Schmuckstück daraus machen. Was darf ich hören? Ach, wer will denn schon dieses rostige alte Ding haben? Also für mich gehört das auf den Schrottplatz. Jan, jetzt ist dieses Traktording dran. Diese Zugmaschine, ja? Aber wir wissen nichts darüber. Herr Juncker hat doch einen Katalog. Ich frage ihn, ob wir da mal reingucken dürfen. Stumpi, lass bloß den Arm unten. Das kann ein teures Vergnügen werden. Oh, ich glaube nicht, dass wir da mitbieten wollen. Stimmt doch, Schatz. Darf ich da mal reingucken? Nicht doch, ich bin beschäftigt. Danke, Herr Juncker, sehr großzügig. Emma, ich versuche mich auf die Auktion zu konzentrieren. 200, vielen Dank. Und 250 von Herrn Juncker. Oh, vielen, vielen Dank. Was für eine aufregende Auktion. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich bin überrascht, dass Herr Juncker plötzlich an so alten Sachen interessiert ist. Das ist er doch sonst nicht. Wer bietet mehr? Herr Juncker, kann ich bitte mal in den Katalog sehen? Was soll denn das? Ja, was sehe ich? 400 von Herrn Juncker. Was hat man dazu? Noch ein Gebot? Und zum Ersten? Hä? Zum Zweiten? Was? Nein. Augenblick, ich habe doch nicht geboten. Nein, hören Sie, ich habe doch nur... Aber. Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Ich bin richtig ein bisschen neidisch. Was für ein wunderbares Stück. Was wollen Sie damit machen, Herr Juncker? Aber ich wollte das Ding überhaupt nicht haben. Ich habe doch einfach nur versucht... Ach, was soll ich denn bloß mit dem rostigen alten Ding anfangen? Ach, verflixt! Wenn Sie wollen, könnten wir zusammenlegen und Ihnen die alte Zugmaschine abkaufen. Das würden Sie tun? Oh, da wäre ich richtig erleichtert. Jetzt hast du ein Hobby, in das du dich richtig reinknien kannst. Bist du sicher, dass der kleine rote Traktor die abschleppen kann? Sie sieht wirklich sehr, sehr schwer aus. Kein Problem. Sowas machen wir jeden Tag. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Ich kann's kaum erwarten, mit meinem neuen Hobby anzufangen. Ich hoffe, es funktioniert, kleiner roter Traktor. Denn das würde die schwere Knochenarbeit beim Kartoffelnpflanzen wesentlich erleichtern. Hallo! Hallo, Jan. Was machst du denn da? Hallo, ihr zwei. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich zeig euch mal was. Bist du bereit, kleiner roter Traktor? Aber warum lässt du denn all die Kartoffeln hier auf den Hof fallen? Das war nur zur Probe. Später fahren wir zusammen aufs Feld. Und dann fallen die Kartoffeln in die Furchen, die wir gepflügt haben. Das ist aber wirklich sehr schlau. Jan? Ja? Diese Kartoffeln sehen irgendwie komisch aus. Das sind Saatkartoffeln zum Pflanzen. Die kann man doch nicht essen. Noch nicht. Aber es dauert nicht lange. Dann wachsen aus ihnen Kartoffeln, die man essen kann. Kann man mit denen auch drucken? Was? Drucken? Mama wollte uns zeigen, wie man mit Kartoffeln drucken kann. Aber sie hatte keine Kartoffeln mehr. Ich weiß nicht genau, was ihr meint. Aber nehmt ihr doch einfach ein paar mit. Danke, Jan. Danke. Bis bald. Ja, bis nachher. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Wir werden jetzt Kartoffeln pflanzen. Huscha! Komm schon, ist das wirklich dein bester Aufschlag?
Guten Morgen, Herr Junker. Ich mache gerade ein paar Übungen. Sie auch, wie ich sehe. Na ja, ich probiere gerade meine neue Tennismaschine aus. Das geht so. Husch. Es wird nicht lange dauern, dann gehöre ich im Tennisclub zu den Besten. Ich hatte nie viel für Tennis übrig. Ich laufe lieber, bin dafür geboren. Das erinnert mich an Krämpfe. Ich muss weiter, die Muskeln dürfen nicht abkühlen. Krampfgefahr, immer in Bewegung bleiben. Gut. Muss weiterlaufen. Vielleicht sollte ich auch weiterarbeiten. Ach, wenn es doch einen einfacheren Weg gäbe, Kartoffeln zu pflanzen. Hey! Das ist es. Ich glaube, ich habe da eine wunderbare Idee. So ist es gut, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam. So geht es ja wie im Handumdrehen. Auf die Art sind wir noch vor dem Mittagessen fertig. Was in aller Welt? Eine Kartoffel? Schönen guten Tag, Michael. Ah, hallo Stumpi. Sieht aus, als wäre dir dasselbe passiert wie mir, von der Kartoffel getroffen. Eine Kartoffel? Die sieht ja komisch aus. Das ist mal wieder typisch. Kaum haben wir den Auftrag, einen liegen gebliebenen Wagen abzuschleppen, haben wir einen Platten. Keine Angst, mein Junge. Das haben wir gleich wieder im Griff. Was war das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Ja, eine Kartoffel. Kartoffel. Ich weiß, was eine Kartoffel ist, Paps. Ich bin nur überrascht, dass jemand damit nach uns wirft. Du meinst, wir werden angegriffen? Wir werden angegriffen. Geh in Deckung. Aber Paps, ich muss doch... Ich komme. Hallo, was ist denn hier los? Kartoffeln. Hä? Kartoffeln, Jan. Irgendjemand wirft mit Kartoffeln nach uns. Das sind Saatkartoffeln. Ich sagte schon, die sehen komisch aus. Von denen habe ich Max und Emma welche gegeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit nach Leuten werfen. Das machen meine Kinder nicht. Nein, aber vielleicht wissen sie, woher die gekommen sind. Komm, kleiner roter Traktor, wir fragen sie. Also, bis später. Bis dann. Noch immer nicht ganz richtig. So geht's. Oh ja, jetzt habe ich den Dreh raus. Wollen wir es doch gleich mal mit denen hier versuchen. Noch nicht ganz. Hallo Jan! Hey, mein Bild! Ich wollte gerade mal fragen, ob ihr was über diese herumfliegenden Kartoffeln wisst. Aber anscheinend wisst ihr das auch nicht. Wo kommen die denn bloß her? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen besser rein. Hier draußen wird's mir zu gefährlich. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Wir müssen rausfinden, was hier vor sich geht. So, fast fertig. Hast du gut gemacht, Nicola. Ich hab noch nicht vergessen, wie's geht. Nur noch eine Sekunde, dann sitzt er wieder richtig fest. Ich glaub's nicht, wir werden mit Kartoffeln beworfen. Jemand greift uns an. Immer noch nicht ganz richtig. Hey, was ist? Da werfen verrückte Kartoffeln nach mir. Hey, ich werde angegriffen. Hey, ein Ass! Ich würde an deiner Stelle in Deckung gehen. Nicola und ich werden angegriffen. Also, wenn es dich tröstet, hier werden alle angegriffen, nicht nur deine Werkstatt. Es fliegen überall Kartoffeln durch den Ort. Gut ausgewichen, kleiner roter Traktor. So, jetzt reicht es. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Und fertig. Gut gemacht, Nicola. Ich fahr zu dem liegen gebliebenen Wagen. Ich halte die Stellung hier. Den hab ich. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war knapp. Ich frag mich, was da wohl dahinter steckt. Wo ist Herr Junker? Herr Junker? Jan? Was machen Sie da? Ich versteck mich natürlich. Irgend so ein Verrückter bewirft mich mit Kartoffeln. Ich glaube, dieser Verrückte sind Sie selbst, Herr Junker. Was? Dieses,
dieses Ding hier. Ah, Sie meinen meine Saatkartoffelwurfmaschine? Die erspart mir die anstrengende Arbeit, Kartoffeln zu pflanzen, verstehen Sie? Aber anscheinend schießt Ihre Maschine diese Kartoffeln durch den ganzen Ort. Dort herrscht ein Chaos. Oh. Autsch! Haben Sie das gesehen? Das ist Walter. Er verteidigt seine Werkstatt. Er schlägt die Kartoffeln mit einem Tennisschläger zurück. Er weiß ja nicht, dass die Dinger von Ihnen kommen. Oh. Das heißt also, dass es alles meine Schuld ist? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen dämlich von mir. Ich wollte mir nur die Arbeit beim Kartoffelpflanzen ein bisschen erleichtern. Wir sind damit schon fertig, also könnten der kleine rote Traktor und ich Ihnen helfen. Sie würden mir helfen? Na klar. Unter zwei Bedingungen. Jede. Sie müssen Ihre Kartoffeln in unsere Maschine füllen. Aber natürlich, ich mache alles, was Sie wollen. Sie müssen es nur sagen. Und Sie müssen rumgehen und jedem Einzelnen erzählen, dass Sie heute für die rumfliegenden Kartoffeln verantwortlich waren. Oh, ach, muss ich das wirklich? Ja, oder wir helfen Ihnen nicht. In Ordnung. Herr Junker, mehr Kartoffeln bitte. Ach, das ist doch lächerlich. Warum muss ich die ganze schwere Arbeit machen? Beeilen Sie sich, Herr Junker. Strengen Sie sich an. Die Kartoffeln pflanzen sich nicht von allein. Ich sag dir was, kleiner roter Traktor. Kartoffeln pflanzen war noch nie zuvor so leicht. Oh, mein Rücken. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! So, das war der letzte Karton, Flecki. Jetzt ist die Scheune endlich wieder aufgeräumt und es ist mehr Platz darin. Und auch mehr Platz für dich, kleiner roter Traktor. Hallo Jan, was machst du da? Ich habe die Scheune aufgeräumt. Und was ist das? Das ist mein Großvater. Er war ein fantastischer Reiter. Er hat sogar dreimal hintereinander den Plätscherbach-Goldpokal gewonnen. Dein Großvater war also ein richtiger Meister. Nicht wirklich. Das Plätscherbach-Rennen fand in der Ferienzeit statt und es wurde um die Felder herumgeritten. Großvater hat es geliebt. Ich muss einen Platz finden, um es aufzuhängen. Jan, da klebt was auf der Rückseite. Was ist das? Es ist so etwas wie eine Karte. Da scheint eine Stelle am Ende des Fünf-Eichen-Feldes markiert zu sein. Dort, wo früher mal die Pferdeställe waren. Wieso hat er diesen Ort auf einer Karte markiert? Der gibt sicher einen Schatz. Also, Großvater besaß nicht allzu viel, außer seinen kleinen roten Traktor. Vielleicht sehe ich mir das in den nächsten Tagen mal an. Lass uns gleich nachsehen. Vielleicht ist dort ein Schatz. Gold oder sowas. Sei doch nicht albern. Da ist kein Schatz. Oder, Jan? Ich sag euch was. Ich muss jetzt Stumpi Getreide zur Windmühle bringen. Aber am Wochenende sehen wir uns das an. Oh, ich möchte gern jetzt hingehen. Wenn da was sein sollte, wurde es vor vielen Jahren von meinem Großvater vergraben. Und es ist bestimmt auch noch am Wochenende da. Oh, na gut. Komm mit, Emma. Bis bald, Jan. Wiedersehen, kleiner roter Traktor. Los geht's. Lass uns Getreide ausliefern. Aber die Karte gehört Jan. Ich hab sie mir doch nur ausgeliehen. Ich gebe sie ihm schon zurück. Trotzdem hast du sie gestohlen. Nein, ich hab sie mir geliehen. Und ich will auch bestimmt nichts behalten. Ich will mich doch dort nur mal umsehen. Und was wir auch finden, geben wir Jan.
Du weißt doch, wie es bei ihm ist. Er hat immer viel zu tun und wir werden nie dahin gehen. Du meinst, das wird ein richtiges Abenteuer? Na gut. Komm, los geht's. Eine Umdrehung und Oh, entschuldige, haben wir dich etwa erschreckt, Stumpi? Oh, hallo Jan. Ich versuche gerade Flitzer richtig einzustellen. Ich glaube, er läuft zu hochtourig. Stell dir vor, Stumpi, ich habe heute ein Bild von meinem Großvater gefunden, auf einem Pferd. Ich glaube, das hat er immer beim Plätscherbachrennen geritten. Oh ja, mein Vater hat da auch immer mitgemacht. Das waren noch Zeiten, Jan, das kann ich dir flüstern. Aber dein Großvater war immer der Beste von allen. Was ist bloß aus dem Pokal geworden? Großvater hatte ihn dreimal gewonnen und durfte ihn behalten. Das ist eine ganz besondere, lange Geschichte. Komm, ich setz Teewasser auf und werde sie dir mal erzählen. Hm, da bin ich gespannt. Und jetzt drei Schritte in diese Richtung. Autsch! Das ist nicht lustig, Emma. Wenn die Karte recht hat, ist der Schatz genau... hier. Bist du sicher? So steht's in der Karte. Los, fangen wir an zu graben. Also weißt du, der Gösselhof hatte eine Menge Geld verloren. Und dein Großvater befürchtete, alles verkaufen zu müssen, um ihn behalten zu können. Ich weiß, Großvater hatte es schwer, aber warum hat er nicht den Pokal verkauft? Nun, er wollte, dass du einmal alles erbst. Und ich bin auch sicher, dass er wollte, dass du den Goldpokal bekommst. Also hat er den Pokal vorsichtshalber vergraben, damit ich ihn einmal bekommen würde? Danke, Stumpi. Lass uns das Getreide abladen, dann fahre ich zum Fünf-Eichen-Feld und sehe mal, was ich da finde. Was sagst du dazu, kleiner roter Traktor? Wir gehen auf Schatzsuche. Ich find's langweilig. Vielleicht hätte ich größere Schritte machen sollen. Jans Großvater hat bestimmt längere Beine gehabt als ich. Und sicher auch mehr in der Birne. Ich hab was gefunden. Was ist es denn? Hilf mir hier raus. Oh, da kommt der Junker. Hilf mir endlich raus! Sieh mal einer an. Sagt mal, was macht ihr denn da? Wir suchen nach einem Schatz. Nein, machen wir nicht. Tja, ihr wart ja ganz schön fleißig. Ich sollte wohl Max und Emma anrufen. Die wollten doch unbedingt bei der Schatzsuche mit dabei sein. Hey, was ist los? Du hast recht. Die sind schon längst da. Und ich sehe dort den großen Blauen und auch Herrn Junker. Komm, los geht's. Ist mit dir alles in Ordnung da unten? Ja, danke. Darf ich mal? Das gehört Jan. Sieh an. Also, ich möchte feststellen, dass ihr auf meinem Grund und Boden gegraben habt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass, was es auch ist, mir gehört. Wir haben den Goldpokal deines Großvaters gefunden. Du meinst wohl, ich habe ihn gefunden. Oh, das ist ja großartig. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Tatsache ist, dass dieser Pokal oder was das ist, auf meinem Feld gefunden worden ist. Also? Aber er gehört trotzdem Jan. Ist doch so, oder? Tja, eigentlich gehört dieser Pokal meinem Großvater, aber er wollte bestimmt, dass ich ihn mal bekomme. Er hat ihn damals beim Plätscherbachrennen gewonnen. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Glauben Sie, Sie könnten den Pokal zurückgewinnen, Jan? Jan gewinnt jedes Rennen mit links, Herr Junker. Aber von uns hat keiner ein Pferd. Der kleine rote Traktor könnte gegen den großen blauen antreten. Und der Gewinner darf den Goldpokal behalten. Einverstanden? Okay, abgemacht. Hier, Jan. Das ist meine Glücksbringermütze. Ich glaube, die kannst du gebrauchen. Also gut, einmal ums Feld rum, dann am Baum vorbei, durchs Gatter und wieder zurück. Fertig? Fertig. Jan? Fertig!
Los! Na los, kleiner roter Traktor, das schaffst du! Du meine Güte, das war aber knapp. Ich habe völlig übersehen, wie tief dieser Ast hängt. Mach dir nichts draus, großer Blauer. Die werden wir mit Sicherheit kriegen. Du bist stärker und schneller. Los geht's! Ich kann nicht mehr sehen, wo wir hinfahren. So viel also zu Walters Glücksbringermütze. Toll, du hast genau rechtzeitig gehalten. Brauchen Sie vielleicht Hilfe, Jan? Wir liegen ganz schön weit zurück, aber wir werden jetzt unser Bestes geben. Oh, wir sind zu breit, um da durchzupassen, großer Blauer. Ich muss auch die andere Seite vom Gatter aufmachen. Das haben wir gleich. Sei vorsichtig, das schaffen wir nie. Also, ich glaub's einfach nicht. Wir lassen uns doch nicht von einem alten Blechhaufen schlagen. Nie. Nicht vergessen, das Gatter wieder zuzumachen. Jan und der kleine rote Traktor werden gewinnen. Das ist auch gerecht so. Sein Großvater wäre stolz auf die beiden. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Ich wusste, du schaffst es. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, Jan. Aber Sie und der kleine rote Traktor haben wohl verdient gewonnen. Glückwunsch. Du bist vielleicht nicht der Größte, aber du bist der Beste. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! So, jetzt bist du wieder sauber, kleiner roter Traktor. Ich glaube, es klart langsam auf. Endlich. Jetzt können wir los die Schweine füttern. Von dem neuen Futter werden sie begeistert sein. Fast so begeistert wie von dem Regen und dem Schlamm. Hier. Hey! Oh, diese Ratten. Sie haben das gesamte Schweinefutter gefressen. Ich werde gleich mal ins Dorf fahren und Neues besorgen. Ach, hätte ich fast vergessen. Heute ist Sonntag. Da ist überall geschlossen. Lass uns trotzdem nach ihnen sehen. Und dann können wir ja die Nachbarn fragen, ob einer von ihnen was für die Schweine zu fressen hat. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Schneller, großer Blauer, wir haben's eilig. Oh nein! Nun guck doch nicht so grimmig. Es ist nicht meine Schuld. Ich konnte doch nicht wissen, dass die Straße so rutschig ist. Na gut. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu schnell gefahren, aber... Schweine? Ah, der Zaun! Die hauen einfach ab. Oh nein, das dürft ihr nicht. Das ist so... Verflixt. Scheint wieder aufzuklaren, Nicola. Wird auch Zeit. Wenn's aufhört zu regnen, repariere ich das Dach. Wird auch Zeit. Oh, weißt du, an einigen Stellen habe ich es schon ausgebessert. Aha. Hab ich wirklich. Jetzt ist es leider zu spät. Den Kuchen und das Brot werden wir wegwerfen müssen. Ich gehe jetzt nach draußen, damit ich nicht so nass werde. So schlimm ist es nun auch nicht. Hör mal, wir könnten das Brot auch trocknen lassen. Ich hol die Leiter. Ah, Jan. Hallo, Herr Junker. Schwierigkeiten? Nein, ich meine ja. Der große Blaue steckte matschfest. Aber es war nicht mein Fehler. Nein, 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 war es nicht. Es war das scheußliche Wetter. Und, naja, möglicherweise bin ich auch ein klitzekleines bisschen zu schnell gefahren, aber... Oh nein, mein Zaun.
Sehr bedauerlich. Aber ich werde ihn reparieren lassen, sobald das Wetter wieder besser ist. Wo sind die Schweine? Die suhlten sich im Schlamm und sind dann abgehauen. Tut mir leid. Ich habe natürlich noch versucht, das zu verhindern. Dann müssen wir sie suchen. Aber was ist mit dem großen Blauen? Na gut, ich glaube, die Schweine sind nicht sehr weit. Keine Sorge, wir haben den großen Blauen in 0, nichts wieder rausgezogen. Naja, ich dachte, wir holen lieber Nicola und Schleppi, um den großen Blauen da rauszuziehen. Ich meine, er ist vielleicht doch ein bisschen zu schwer für ihren zierlichen Traktor und... Der kleine rote Traktor ist stärker, als er aussieht. Oh, Schweine! Das war knapp. Auch für mich? Oh, ich hab mich total mit Matsch eingesaut. Oh Mann. Tja, was machen Jans Schweine denn nur hier? Und wo wollen sie hin? Also, sind Sie auch wirklich ganz sicher, Jan? Der große Blaue ist sehr, sehr schwer. Das wird kein Problem sein. Gut, kleiner roter Traktor. Wir müssen hier wirklich sehr vorsichtig sein. Okay, fertig. Los, kleiner roter Traktor, du schaffst das. Habe ich mir gedacht, nicht stark genug. So, gut gemacht, kleiner roter Traktor. Fabelhaft. Ich wusste, dass er es schafft. Sie haben recht. Er ist wirklich sehr stark für einen so zierlichen Traktor. Wir sollten jetzt nach den Schweinen sehen. Danke, Jan. Und hören Sie, ich werde Ihren Zaun reparieren lassen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Was ist das? Weg da mit euch! Was ist denn das für ein Lärm? Oh, Paps! Was ist passiert? Was ist passiert? Schweine! Das waren 2 Schweine! Oh, und die haben dich da oben runtergeschubst. Nein! Ich bin ausgerutscht, als ich sie fortjagen wollte. Sie haben unsere durchweichten Brötchen verputzt. Das ist doch gut so. Wir konnten sie ja nicht mehr brauchen. Jedenfalls funktioniert dein Sicherheitsgurt. Oh ja, traumhaft. Obwohl er... Also hier kneift er ein bisschen. Hey, ihr Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Alles in Ordnung? Du hast dich ja total eingesaut. Schweine. Deine Schweine standen mitten auf der Straße, Jan, und ich musste ihnen ausweichen. Das tut mir leid, Stumpi. Sie sind ausgerissen. Oh, ist ja nichts passiert. Wo waren sie? Na, genau hier. Sie standen im Matsch und grunzten vor Freude. Ja, sie lieben nun mal Schlamm. Ich hab noch geguckt, wo sie hinlaufen. Dahin nicht. Wohl eher in Richtung von Walters Werkstatt. Da versuchen wir's mal. Bis dann, Stumpi. Mach's gut. Gleich haben wir's. Danke, Nicola. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, was macht ihr beide denn da? Weißt du, das ist eine lange Geschichte. Kurz, das Dach leckt und das Brot ist nass. Oh, Mann. Was machst du denn nun mit diesem ganzen nassen Brot? Ich muss es wegwerfen. Könnte ich es haben? Aber klar. Für meine Schweine, weißt du, sollte ich sie je wiederfinden. Paps hat vorhin ein paar Schweine gesehen. Schweine? Ich hab vorhin welche gesehen. Kleine rosa Schweinchen mit schwarzen Flecken. Das scheinen sie zu sein. Wo sind sie hin? Keine Ahnung. Ich hab da gerade am Sicherheitsgurt gebaumelt. Wart mal. Ja, jetzt kann ich sie sehen. Sie laufen da hinten am Gehölz rum. Aber Jan, du solltest dich beeilen. Es sieht aus, als gäb's Ärger. Gut, los geht's. Viel Glück, mein Freund. Wie ich bereits sagte, er funktioniert traumhaft. Oh, Paps. Könntest du mir hier vielleicht runterhelfen? Ich hol Schleppi. Oh. Oh nein. Tja, das wird nicht ganz leicht sein. Das Wasser ist ziemlich tief. Also genau genommen ist es beinahe so tief wie dein Hänger. Ich frage mich... Ja, ich hab 'ne Idee, kleiner roter Traktor. Aber dafür brauchen wir deine ganze Kraft.
Hoffentlich funktioniert das. Schön langsam. Ja, so könnte das klappen. Noch ein Stückchen, kleiner roter Traktor. Ja! Na los, Jungs. Kommt schon. Ja, so ist es gut. Und jetzt zieh, kleiner roter Traktor. Du schaffst es. Ganz prima. Nur noch ein bisschen weiter. Großartig. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Oh, ich hab ich. So schnell lauft ihr mir nicht mehr wegen so einem bisschen Schlamm weg. Das ist es. Schlamm. Jetzt verstehe ich, ihre Wiese ist viel zu sauber und grün für die Schweine. Und dieser ganze Schlamm hier hat mich auf eine Idee gebracht. Was soll denn das jetzt? Ja! Uhu! Ja! Gute Arbeit, kleiner roter Traktor. Sieht aus, als hättest du es geschafft, zwei Schweine sehr, sehr glücklich zu machen. Also, ich glaube, jetzt bleibt für uns beide nur noch eins zu tun. Wir müssen dich mal wieder gründlich waschen und dich richtig schön polieren. Aufwachen, kleiner roter Traktor. Morgenstund hat Gold im Mund. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Veronika wird heute ein Kalb bekommen. Also sollten wir gleich raus auf die Weide fahren, um zu sehen, wie es ihr geht. Keine Spur von Veronika. Nein, das ist ein gutes Zeichen. Kühe gehen häufig weg von der Herde, kurz bevor sie ihr Kalb bekommen. Lass uns da hinten noch mal nachsehen. Psst, sieh mal, da ist sie. Wir dürfen sie nicht stören. Wir werden später noch mal nach ihr schauen, ob es ihr gut geht. Guten Morgen, Jan. Wie geht es dir? Psst. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Veronika wird heute kalben, Stumpi. Darum soll sie ihre Ruhe haben. Oh, ich verstehe. Keine Sorge. Wir werden ganz leise sein. Danke, Stumpi. Also, bis später. Schön leise, Flitzer. Wir wollen doch Veronika nicht stören. Entschuldigung, die Damen. Herr Junker? Herr Junker! Ah, guten Morgen, Jan. Ich fäll gerade diesen alten Baum und mach Feuerholz aus ihm. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Kostet mich das irgendwas? Nein, es geht nur um Veronika. Sie wird heute kalben. Darf ich Sie bitten, ein klein wenig leiser zu sein? Aber kein Problem, ich werde mich beeilen. Mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Danke, Wiedersehen. Ha, und alle haben gesagt, die alte Karre würde nie mehr richtig laufen. Aber Walter, der geniale Mechaniker, hat sich wohl etwas zu früh gefreut. Warum machst du das bloß mit mir? Hab ich dir je was getan? Hab ich das? Und jetzt musst du mich auch noch an? Oh, hallo Nicola. Hä? Nein, ich bin gerade, stehen geblieben. Woher weißt du das? Ja, und neuerdings mut der Wagen auch noch. Ja, ich hab mich auch sehr gewundert. Ja, könntest du mich bitte abschleppen? Ja. Danke, Nicola. Bis gleich. Das war's. Diesmal wartet endgültig der Schrottplatz auf dich. Und hör auf damit. Hallo, Jan. Hallo, ihr. Ich habe heute gar nicht mit euch gerechnet. Wir wollten dich nur mal fragen, wie es Veronika geht. Bis jetzt gut. Wir haben uns
schon Sorgen gemacht. Sorgen? Warum denn? Wir sind an ihrer Weide vorbeigekommen und da stand das Tor offen und es darum... Es stand offen? Ja, und da haben wir gedacht, dass irgendwas passiert sein könnte. Damit könntet ihr auch recht haben. Ich danke euch. Ich fahre da sofort hin. Ich rufe euch nachher an und erzähle euch, was los war. Hoffentlich ist mit Veronika alles in Ordnung. Jan und der kleine rote Traktor kümmern sich schon um sie. Du musst keine Angst haben. Jan hat den Schwein noch nicht genug zu fressen gegeben. Na los, das können wir doch machen. Oh nein. Veronika hat sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen gesucht. Sie könnte überall sein. Komm, vielleicht arbeitet Herr Junker noch da, wo er vorhin war. Er könnte etwas gesehen haben. Herr Junker? Jan, gibt's schon Nachwuchs bei Ihrer Kuh? Nein, Veronika ist nicht mehr zu finden. Sie haben sie nicht zufällig gesehen? Nein, ich war beschäftigt. Hab mich beeilt, wie ich's versprochen habe. Danke. Gut, dann werde ich's woanders versuchen. Wären Sie vielleicht interessiert daran, mir ein bisschen Brennholz abzukaufen? Also, ich verstehe das nicht. Es waren seltsame Geräusche. Es klang so wie Muhen. Habt ihr irgendwo Veronika gesehen? Deine Kuh? Ja, sie ist von ihrer Weide verschwunden. Wisst ihr, sie wird jeden Moment ihr Kalb bekommen. Ich mache mir große Sorgen. Deine Kuh? Ich bin ein Trottel. Eine Kuh, natürlich. Walter? Ich hab gedacht, mein Auto macht Mu-Geräusche, aber das war sicher... Veronika! Aus welcher Richtung kam denn das Mu? Naja, weißt du, darauf hab ich gar nicht geachtet. Ich dachte ja, es wäre dieser verflixte Wagen. Weißt du was, Jan? Ich gehe dorthin und du suchst in dieser Richtung. Ist gut. Und was wird aus mir? Was wird aus dem Wagen? Der Wagen kann warten. Und es ist niemand in der Werkstatt. Lauf doch zurück, Paps. Und ich komm dann, sobald wir Veronika gefunden haben. Danke, Nicola. Ruf mich auf dem Handy an, wenn du irgendwas siehst. Mach ich! Das ist alles deine Schuld. Warum machst du auch solche Mu-Geräusche? Also, wir müssen hier alles absuchen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Sieh mal, die sind ganz frisch. Ich bin sicher, die stammen von Veronika. Komm, kleiner roter Traktor, wir folgen ihnen schön langsam. Wow! Entschuldige, Stumpi. Hast du zufällig irgendwo Veronika gesehen? Nein. Ich bin gerade dabei, Flitzer zu reparieren. Wir hatten heute Morgen ein kleines Missgeschick mit dem Tor von der Weide. Wann war das? Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte gerade Jan getroffen und danach sind wir da reingedonnert. Das Tor, das ist es. Sie ist da einfach rausmarschiert. Tut mir leid. Ich habe das Tor nicht wieder richtig zugemacht. Warte, ich helfe dir suchen. Jetzt höre ich dieses Gemuhe schon überall. Hey, Augenblick. Also, das kam doch eben aus der Werkstatt. Oh. Veronika? Veronika, hier bist du also. Du musst keine Angst haben. Glaub mir, es wird alles gut. Oh, da wird Jan aber erleichtert sein. Oh, Walter, ich weiß, es klingt merkwürdig, aber wir anrufen. Sind den Hufabdrücken gefolgt und die hören genau vor deiner Werkstatt auf. Ich habe Veronika gefunden. Du wirst es du nicht glauben, aber... Du hast sie gefunden? Ja, sie steht hinten bei mir in der Werkstatt. Sie ist ganz ruhig. Da bin ich aber froh. Was wollen wir jetzt machen? Nichts, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Ich habe keinen Ton gesagt. Ich bin nur hier, weil ich tanken möchte. Veronika ist da drin und erwartet jeden Moment ihr Kalb. Ja, tut mir leid, aber wir haben geschlossen, bis es da ist. Und was soll ich so lange machen? Sie müssen warten. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Gut, dann warte ich eben. Jan, es ist alles meine Schuld, weißt du? Was? Ihr habt sie gefunden. Ja, sie ist da drin in der Werkstatt. Ich glaube, sie steht kurz vor der Geburt. Oh, das sind ja tolle Neuigkeiten. Also, was machen wir jetzt? Abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen.
Aber wir könnten was essen. Ich hole ein paar belegte Brote. Das klingt vielversprechend. Und kann ich jetzt bitte tanken? Hallo Jan, hallo kleiner roter Traktor. Hey, was hast du denn da? Das ist nur eine Kleinigkeit für Emma. Ist sie zu Hause? Ja, sie ist da. Aber ich glaube nicht, dass sie das trinken möchte. Das soll sie auch nicht trinken, Max. Das ist für ihre Zucchini. Und ich möchte, dass du noch sehr viel größer und stärker wirst. Wir wollen doch den Wettbewerb Wer hat die schönste Zucchini gewinnen. Ich habe gehört, mit den Pflanzen zu sprechen hilft beim Wachstum. Du unterhältst dich mit deiner Zucchini? Aber das hier hilft noch mehr, als mit ihnen zu sprechen. Das ist mein Spezial-Nutzpflanzendünger. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man ihn macht. Toll! Danke, Jan. Hier, Moni. Sieh mal, was uns Jan mitgebracht hat. Moni? Psst. Mädchen sind komisch. Ah, dieses Jahr werden wir gewinnen, nicht wahr, meine Schöne? Pass auf! Wie soll ich gewinnen, wenn du mit deinem Skateboard meine Zucchini überfährst? Onkel Jasper. Ist schon gut, Thomas. Es ist ja nichts passiert. Der Zucchini darf nichts zustoßen. Eine erneute Niederlage würde ich nicht ertragen. Stumpi hat mir letztes Jahr beim Wettbewerb den ersten Preis weggeschnappt. Es war furchtbar, aber dieses Jahr, das weiß ich, wird ganz Plätscherbach von uns schwärmen. Ja. Mag sein. Hallo, Elsie. Ich hab Getreide für Stumpi. Ist er da? Oh, er ist hier irgendwo, Jan. Aber er wird dich gar nicht richtig wahrnehmen. Naja, das ist ja nichts Neues. Oh, Jan. Er ist irgendwo da hinten und kümmert sich um seine Zucchini. Er hofft, dass er auch dieses Jahr den Preis gewinnt. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nicht dieses Jahr. Die sieht aber doch wunderbar aus, Stumpi. Ich glaube auch, dass der gewonnen hätte. Aber irgendjemand hat sich an ihm vergriffen. Sieht aus, als wären die Vögel auf den Zucchini-Geschmack gekommen. Ach, mach dir nichts draus. Aber wir müssen noch ein bisschen üben, das hast du doch nicht vergessen. Oh ja, wir müssen üben. Üben, sagt ihr? Was müsst ihr denn üben? Ach, das wirst du schon sehen. Bis später. Ah, ausgezeichnet, Thomas. Ein bisschen Wasser wird ihm gut tun. Pass doch auf. Ach. Entschuldige, aber das war ganz schön schwer. Ach, aber es ist ja nichts passiert, dem Himmel sei Dank. Ah, Jan, wie geht es Ihnen? Ah, seien Sie vorsichtig! Was ist denn? Meine Zucchini. Ich hätte keine Chance, Stumpi zu schlagen, wenn Sie draufgetreten wären. Tut mir leid, aber Stumpis Zucchini kann sowieso nicht mehr gewinnen. Was? Wieso? Stumpis Zucchini ist nicht mehr im Wettbewerb. Sie wurde wahrscheinlich von Vögeln angepickt. Oh, je. Das ist ja ein Jammer. Armer Stumpi. Sieht so aus, Thomas, als hätten wir nun die besten Chancen zu gewinnen. Es sei denn, was ist, wenn sich diese Vögel auch meine Zucchini vornehmen? Oder was ist, wenn es gar keine Vögel waren? Wenn draußen ein Zucchini-Zerstörer frei herumläuft und die Zucchini fremder Leute kaputt macht? Hm, danke für die Warnung, Jan, dass Sie sich den langen Deswegen Weg machen, bin ich nicht um... hier, Herr Junker. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir noch üben müssen. Ihr müsst üben? Was denn üben? Also Jan und ich, wir... Das ist ein Geheimnis, nicht vergessen. Ja, ein Geheimnis. Aber du wirst es noch früh genug erfahren. Also Jan, lassen Sie uns proben, natürlich. Ah, aber meine Zucchini. Ich möchte sie nicht der Wilke überlassen, dieses, der das mit Stumpi gemacht hat. Tja, warum stülpen Sie nicht einfach einen Karton darüber? Dann kommen die Vögel nicht ran. Ah, aber wenn es keine Vögel sind? Wenn es doch der maskierte Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach ist. Ein maskierter Zucchini-Zerstörer? Eine gute Idee, Jan. Naja, ich stülpe einen Karton drüber. Und ich werde jetzt weiter abholen. Bis nachher dann. Wiedersehen, Jan. Das noch ein bisschen festziehen und dann können wir starten. Meinst du, dass das so richtig ist? Letztes Mal hat es den halben Motor zerfetzt. Ja, aber da habe ich an der anderen Zündkerze gearbeitet. Hallo, Nicola. Ist Walter irgendwo? Oh, beantwortet das deine Frage, Jan? Ich glaube, ja. Und ich dachte, diesmal klappt's. Ja, aber ich habe es dir doch gesagt. Schlauberger.
Oh, hallo Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, wie es aussieht mit einem klein wenig Üben. Oh ja, großartig. Ich hab's sowieso satt, an der Klapperkiste rumzubasteln. Ihr wollt üben? Ihr zwei macht doch nicht etwa beim Plätscherbach Amateurschultheater mit. Nein, nichts in der Art. Aber was übt ihr denn dann? Ihr werdet schon sehen. Jedenfalls, wenn ihr zum Wettbewerb kommt. Oh, das werden wir uns doch im Leben nicht entgehen lassen. Also, großer Blauer, das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Die Probe verlief traumhaft und morgen, so etwas hat Plätscherbach bisher noch nie gesehen. Oh, meine Zucchini, die hätte ich fast vergessen. So, ein bisschen frische Luft für dich. Gute Nacht. Bis morgen früh und dann der erste Preis. Ja. Ah, vielleicht gibt's hier doch einen Zucchini-Zerstörer. Oh, keine Angst, meine Schöne. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich hier im Auge behalte. Zerstörung. Ich mach den ersten Preis. Ich hab die größte Zucchini. Ich möchte ein Käsebrot. Ich freue mich, dass alle hier sind, wenn ich meinen ersten Preis bekomme. Die größte Zucchini. Und der Zerstörer. Entschuldigen Sie, meine Damen. Nein, er darf nicht Fahrrad fahren. Also Stumpi meinte, es wären Vögel, richtig? Nun, erzählen Sie mir mal, wie das ein Vogel schaffen könnte. Nein, das waren ganz bestimmt keine Vögel. Das sieht aus, als ob da jemand draufgetrampelt wäre. Ganz genau. Das war der Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach. Und damit nicht genug. Er hat mir einen von meinen Schuhen gestohlen. Wenn ich den jemals in die Finger kriege, dann würde ich nicht zögern, den... Es gibt sicher keinen Grund zum Lachen. Hier hat jemand einen gemeinen Anschlag auf meine Zucchini verübt. Ja, und er sitzt genau da. Was? Was fällt Ihnen? Ach! So was Dummes. Hören Sie, sehen Sie diese Fußabdrücke und all diese Brotkrumen und Ihren Schuh? Sie meinen, ich war es selbst? Sie müssen im Schlaf gewandelt sein, Herr Junker. Oh, im Schlaf gewandelt, nicht schon wieder. Käse vorm Schlafengehen essen soll komische Träume geben. Oh, ich wusste es, dieses Käsebrot zu essen war ein Fehler. Ach, kommen Sie Kopf hoch. Dann klappt's eben nächstes Jahr. Und außerdem halten wir ja noch für alle eine kleine Überraschung bereit, ja? Ja, ja, das ist richtig. Was würde ein Schauspieler in diesem Fall sagen? Auf der Bühne geht es immer weiter. Gute Einstellung. Komm, kleiner roter Traktor. Zeigen wir allen mal, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und nun, meine Damen und Herren und liebe Kinder, nun kommen wir zur Hauptattraktion des diesjährigen Plätscherbach-Wettbewerbs. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich verzaubern von der waghalsigen Darbietung des Plätscherbach-Kraftfahrzeugballetts. Toll! Los geht's, kleiner roter Traktor! Ja! Oh, Stumpi, ich trau mich gar nicht, dahin zu gucken. Aha, also das haben Sie in letzter Zeit geübt. Oh, das war aber wirklich haarscharf. Wahnsinn. Klasse, Onkel Jasper, du bist der Größte. Oh, wow, toll, ich bin begeistert. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Du bist wunderbar. Das ist er ganz bestimmt, Jan. Und unsere Vorführung hat mich echt davon abgelenkt, dass ich dieses Jahr nicht den ersten Preis geholt habe. Haben Sie schon gehört, wer gewonnen hat? Das war ich. Ich und Moni. Moni? Ja, mit einem bisschen Hilfe von Jan und dem Dünger von seinem Papst. Das hast du ganz allein geschafft. Gut gemacht, Emma. Ja, wirklich gut gemacht. Aber im nächsten Jahr musst du gegen mich antreten. Macht ihr eure Vorstellung nächstes Jahr nochmal? Was meinst du, kleiner roter Traktor? Das hört sich wie ein klares Ja an.